Es ist schwer, in einer Zeit wie dieser Worte zu finden, die geeignet sind, Trost zu spenden. Es gibt keinen Trost, Reverend. Jetzt hilft nur Selbstjustiz. Die Bibel sagt uns, dass wir uns nicht fürchten sollen. Und doch haben wir Angst vor dem Grauen, das sich nachts anschleicht. Von dem wir wissen, dass es am nächsten Tag verschwunden ist. Und trotzdem haben wir Angst. Jawohl. Weil es so vieles gibt, das wir nicht wissen. Wir fühlen uns so klein und hilflos. Reverend, Brady ist umgebracht worden! Oh!